Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zurück zu ARK Survival Evolved. Wie schön, dass ihr dabei seid und eingeschaltet habt. Ein neuer Tag bricht an. Unser Brontosaurus schläft noch. Ich hoffe, dass das auch noch so bleibt, denn ich möchte ganz kurz das Floß umsetzen. Denn ich habe mir überlegt, mit dem riesen Brontosaurus ist es besser, an der Küste lang zu laufen, zu unserer südwestlichen Basis zurück. Und deswegen lasse ich das Floß gerne hier an der Station stehen. So, hopp. So, ganz schnell rüber. Denn diese Station hier soll eigentlich dafür gedacht sein, dass wir, wenn wir jetzt Metall verarbeiten, hier an der Werkbank natürlich das aus den Bergen geholte Metall viel, viel schneller verarbeiten können. Denn es ist die Hälfte der Wegstrecke. Wenn ich das alles in unsere südwestliche Basis bringen würde, wäre es umständlicher. Denn heute werden wir auf jeden Fall Metall farmen. Und ich zeige euch, wie ihr das am besten machen könnt. Aber zuerst einmal müssen wir leider unseren Brontosaurus nach Hause bringen. So, was heißt leider? Ist das zum Glück, ne? Aber na gut, okay. Da ist er! Ja, er ist wach geworden! Super! Sehr schön! Unser Level 44 Brontosaurus. Ach, herrlich. So, direkt mal auf Follow gehen und wir gehen hier mal auf Verhalten, ne, Moment, auf Optionen, Namen ändern. Ne? Wie nennt man denn einen 10.000 Tonnen oder zehntausende Tonnen schweren Saurier? Ich würde sagen Flo. Ne? Der kleine Flo, komm. Flo, komm. Bei Fuß. Platz. Er will immer hochspringen auf meinen Schoß, aber er darf nicht. Ne? Junge, 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 oh wei. So, Party-Dodo, pass auf. Da bist du ganz schön platt, wenn der über dich drüber gelaufen ist. Oh, weia. So. Ja, ist natürlich schön, schön ruhig, ne? So ein Haustier, so ein kleines. So, das können wir auch ändern, indem wir dem jetzt den Befehl geben. Hallo, stehen bleiben. Ja, es ist ein bisschen schwierig bei so einem Brontosaurus. Ihr kennt ja vielleicht die alte Geschichte, dass früher, wo ein Raptor den Brontosaurus in den Schwanz gebissen hat, ne, dass der irgendwie 2,5 Tage daran kauen konnte und satt wurde, bevor die Nervenleitgeschwindigkeit das zum Kopf des Brontosaurus gebracht hatte und der das dann mitbekommen hat. Ja, also 2,5 Tage hat das gedauert, bis der merkte, dass ein Raptor ihn in den Schwanz gebissen hat. Ne? Oder so ähnlich. Nein, Spaß. Okay, aber auf jeden Fall, die sind sehr klobig. So, und wir gucken mal, er hat hier Gesundheit 7500, Ausdauer fast 400 und Nahrung 14.000 und Gewicht 1728. Du meine Güte. Wow, also ein Riesenvieh. So, jetzt würde ich das aber ändern, Folgeabstand auf hoch oder höchste, das ist jetzt die Frage. Ich mach mal hoch, ne? Dass der uns nicht so hinterher trampelt. Ne? Also der ist mir viel zu laut. So, und wir gehen jetzt alle nach Hause oder fliegen nach Hause vielmehr. So, alles ist auf Follow. Ach, Peter. Hier, du hast Level Up, dann gebe ich dir mal Gewicht. Das ist am wichtigsten im Moment. So, unser Trike auch. Und ich nehme noch ein bisschen Fleisch hier raus. So. Und mache natürlich das Feuer aus, ne? Ja, genau. So. Alles bewegt sich. Jawohl. Und wir laufen rüber. So. Oh mein Gott. So. Seid ihr alle da? Ja, ne? Aber gucken. So. Peter ist da. Trike ist da. Und 1, 2, 3, 4. Die Morphodon 5. Die Morphodon, alles klar. So, wir sind komplett. Und wir werden auf dem Weg jetzt natürlich auch hier ein bisschen Chitin und Keratin sammeln. So, genau. Oh, weia. Alles klar.
so es geht, ne, von der Lautstärke. Ich glaube, das Getrampel, ja, ist hier erträglicher, ne, mit höherem Abstand. Sehr schön. Weil er ist schon mordslaut hier. Unser Flo. Der kleine Flo. Unser Baby. So. Sehr gut. Jawohl. So. Und wir können natürlich jetzt hier auch ein bisschen fischen, ne? Da hinten ist ein Delfin, glaube ich. Oder der Vorgänger des Delfins. Das ist okay. Will nur vermeiden, dass hier irgendwelche Haie unterwegs sind. So. Oh, super. Ah, ich habe noch die Narkosefalle drin. So. Egal. Nehmen wir alles mit. So, ich lege nochmal die normalen Pfeile hier drauf. Und ich brauche auch nur eine Armbrust, glaube ich, ne? So, aber das Schwierigste haben wir jetzt hinter uns. So. Das ist schon okay. Und wir müssen uns auch leicht machen, denn gleich mit Peter, da ja, müssen wir noch ein bisschen einschränken, was wir so mitnehmen, denn der hat noch nicht so wirklich viel Gewicht, was er mitnehmen kann. So, sind wir noch komplett? Jawohl, alles klar. Mir nach, hier, der Dame mit dem Schild folgen, war wie eine Gruppe japanischer Touristen. Ah, ja, jawohl. Konchita Edoso. Hi, hi. Totomai Dane. Ah, ja, genau. So. Oh, hier ist Party. Party-Dodos. Party-Dodo, Party-Dodo. Party-Dodo, Party-Dodo. Hey, du hast gar keinen Hut an. Das ist ja tödlich. Das ist tödlich. So. Hoppala. Entschuldigung. So, aber die brauchen wir nicht. Wir brauchen hier Schildkröten, Trilobites. Wo sind die denn? So, ich guck nochmal im Wasser, ob es da irgendwelche Bösen gibt. Da ist ein Delfin, das ist okay. So, denn wir müssen ja gleich gerade auch mit Flo hier übers Wasser rüber. Und nicht, dass der, wie gesagt, nicht mitbekommt, dass er angenagt wird, ne? Hat er schon den Hai am Zeh und kriegt es gar nicht mit. Das muss ja nicht sein. So. Bis jetzt läuft es gut. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. So. Mal durchzählen, das sieht gut aus. Und hier kommt dann die Stelle, wo wir rüber können. So. Ab den machen wir noch weg da vorne. Jawohl, komm. Zack. Ja, Level up. Sehr schön. So, ich nehme mir auch jetzt nochmal Bewegungsgeschwindigkeit. So, Level 44. Cool. So, sind alle da? Alles klar? So, kurze Pause. Und dann rüber. So. Hier ist, glaube ich, der kürzeste Abstand. Hier genau an der Landzungenspitze. So, jetzt erstmal vorsichtig ins Wasser rein und wir gucken mal, ob irgendwelche bösen Viecher da sind. Ja, hier die Quallen. Oh, weia, die könnten uns gefährlich werden. Und Manta sehe ich da. Manta, Manta. So. Weil glaubt mir, die kommen auf uns zu, ne? Auch wenn die jetzt schön weit weg sind. Die sind so giftig und so böse. Ja, seht ihr das? Da kommen sie. Genau. Aber, ne? Wir kennen ja unsere Pappenheimer. Genau. So. Die haben aber so ein Toxin auch in sich drin. So. Oh, bitte, bitte. Sterb mir jetzt nicht. Natürliches Gift, genau. So.
alle erstmal wieder raus aus dem Wasser. Trike, komm! Ein Badener Triceratops. Auch eine seltene Angelegenheit, sowas. So, erstmal raus aus dem Wasser, ne? So. Sind wir komplett? 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl, du auch, ne? Nicht so viel im Wasser spielen. So, wir gehen jetzt rüber. Los. Auf geht's. So. Jetzt gilt es. Aktuell keine Haie. Wir haben richtig Glück. Nur hier die Rochen. Hoffe nicht, dass der angreift. Aber ich versuche mal abzulenken. So. Jawohl. So. Oh, super. Einfach drauf getrampelt. So, Flo, ich mach das mal hinter dir. So. Trike, was machst du? Nein. Hilfe, ich ertrinke. Flo, lass mich rauf. Oh. Gottes Willen. So. Alle raus aus dem Wasser. Kommt schon. Dass mir keiner ertrinkt. So, Trike, was ist los? Komm. Und Flo steht da ganz entspannt. Ganz entspannt rum. So. Ja. Der denkt sich auch, ist ja nur kniehoch das Wasser. Kein Problem. So. Sind alle noch da? Jawohl. Okay. So. Die Armbrust kann erstmal weggelegt werden. So, und hier gehen wir erstmal ins Wasser. So. Und tauchen hier rüber. Genau. Kommt mit, kommt mit. So. Das ist, glaube ich, einfacher. So. Wunderbar. Da sind wir. Und allen anderen geht's gut. Das ist ja schön. So. Ihr könnt euch jetzt entspannen. Ich kümmere mich um Flo. So, Flo. Nein. Geh nicht durch die Tür. Nein. Nein, nein, nein. Ist wie bei Benjamin Blümchen, ne? Er darf nicht durch die Tür durch. So. Hörst du mich? Flo? Geh nicht durch die Tür. Geht euch keine Türen. So. Super. Oh, alle sind gelandet. Dann stellen wir die natürlich jetzt auch in Level-Reichweite. So. Na, wie geht's euch? Rapunzel ist da. Rappi, Rapunia, Mortimer, Beta, Para und Lystra. Alles da. Super. So. Jetzt lade ich hier erstmal die Saaten aus. So, ja, erstmal markieren, ne? Erstmal das Revier markieren. Ah, es ist ja klar. Erstmal hinkacken. So. Junge, 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 was haben wir alles hier gesammelt? So. Das nehme ich, glaube ich, mit hier, die Armbrust, weiß ich nicht. Ich müsste diese hier reparieren. Guck mal, habe ich hier noch irgendwas an Reparaturmöglichkeiten? Ich brauche noch zwei Metallbarren. Zwei Metallbarren zum Reparieren oder ich repariere sie da hinten. Oder später. Ich repariere sie später. Egal. So, wir nehmen einfach diese hier. So, Fallschirm nehme ich auch mit. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Würde gerne mal den Fallschirm ausprobieren. Warum auch nicht? So. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich. So, dann packe ich den Bogen hier rein. Den brauche ich nicht mehr. Pfeile habe ich jetzt genug dabei. Leder brauche ich nicht. So, Fleisch und gegrilltes Fleisch. So, das nehme ich mit. So. Dann ist die Frage, was kostet uns jetzt der Peteranodon-Sattel. Keratin, Chitin 75, Fasern 125, Leder 230. So, Chitin und Keratin brauchen wir jetzt. Okay. So. Chitin und Keratin. Wie geht's euch, Rapunzel?
So. Du bekommst erstmal hier Fleisch aufgefüllt und dann natürlich auch Gesundheit, ne? Ja, ich habe die irgendwie vermisst. Ganz ehrlich. So. Dann haben wir unseren Kühlschrank hier, Beta. Mortimer, dem geht's auch gut. So, Lystra. Sieht auch gut aus. Hat auch genug Beeren. So, dann unser Rappi. Und Rapurnia. So. Und Para natürlich auch. So. Das sieht doch alles gut aus. So, jetzt nehme ich am besten euch wieder mit hier. Ne? Weil das sind irgendwie die krassesten Kämpfer. Aktuell. Besser als die Raptoren sogar. So. So. Und hier haben wir schon Chitin drin. Cool. Alles klar. So. Euch nehme ich alle mit. So. Und wir gehen mit Rapunzel vielleicht dann auf die Jagd. So. Das heißt, auf zur Chitin-Jagd. So. Schön durchs Wasser durch. Jawohl. So, seid brav. Vor allem du, Flo, ne? So. Und dann gucken wir mal, dass wir viele Schildkröten finden. Und was auch immer noch hier. Gott. Man macht den auch mal kalt. So. Oh. Im Flug aufgehalten. So. Und ich glaube, da hinten, da finden wir schon einiges. Und ich nehme, glaube ich, mal ein bisschen tödlichere Waffe hier mit den normalen Pfeilen. Wir wollen ja nicht tamen. Da. Ja, genau. Die erste Schildkröte. So. Schon wieder so ein ganz böses Viech da hinten. Oh, weia. Von hier treffe. Jawohl. Ja, sehr schön. Trizinosaurus. Boah. Junge, Junge, Junge. Ist das gefährlich. So. Dann könnten wir hier runter. So. Aber erstmal gucken, was da unten so abgeht. Das sieht aber im Moment gut aus. So. Okay. Komm, die holen wir uns auch. Ja. So. So, dann hier durch und hier runter. So, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Oha, 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 oha. Kleiner Puppy. Ja, mach ihn kalt. Mach ihn kalt. So. Was ist denn der? Ah. So.
richtig. Aha. Oh, hier ein wunderschöner moosbedeckter Stein. Cool. Das sieht ja toll aus. Wow, das ist selten. Cool. So. Gucken, was hier noch alles gibt. Oh, ne. Oh, oh nein. Insekten. Nee, Insekten. Eieiei. So, am besten da zurücklaufen und zustoßen. So. Was sind alle noch da? Haben wir einen verloren? Ist jemand tot? Oh nein. Um Gottes Willen. Oh Mist. Ja, habe ich gar nicht so mitbekommen. Oh Mist, verdammter. Oh fuck. Entschuldigung. Ich muss ein bisschen tiefer zielen, ja? Oh no. Schießen in die Beine, ne? Ja, jawohl. Boah, hoppala. Alles klar. So, was haben wir hier Schönes? Sauropodenwirbel. Gut, nämlich. So, aber haben wir jemanden verloren? Ich hab's gar nicht gelesen. Hier sind drei. So, wo sind die anderen? Hier, vier. Imor, da bist du ja. Aber es sind nur vier, ne? Ne, fünf. Ach, sehr schön. Oh. Ich hab schon gedacht. So. Ah, noch eine Schildkröte. Sehr gut. Die brauchen wir. So, schön. Ich weiß nicht, ob es schon reicht, aber ich glaube, das ist schon mal sehr gut. So. Jetzt muss ich mal gucken. Erstmal alle landen lassen. Und wir gucken mal, was sie so im Inventar haben. Hier liegen nur Chitin. Habe ich dir jetzt zwei Stacks gegeben? Ja, ne? So, dann bekommst du natürlich auch zwei Stacks. Du bekommst auch zwei Stacks. So, du hast zwei Stacks. So. Ah, sehr schön. So. Das ist doch schon mal super. Also, alle haben zwei Stacks Fleisch. So. Und dann bauen wir uns jetzt erstmal den Sattel. Ah, ist ein bisschen zu schwer. So. Das sollte jetzt eigentlich reichen. Home Sweet Home. So. Aber ich komme jetzt alle rein hier. So. Kommt durch, kommt durch, kommt durch. Genau. So, alle hier hinten rüber. So, und landen. Jawohl. Super. So, dann bin ich jetzt gespannt.
Was brauchen wir alles? So, 75 Chitin, 49 habe ich dabei. So, reicht gerade so. Reicht gerade so, dann 125 Fasern und wir haben den Pteranodon-Sattel. Wie schön. Ah, oh, Himmel. Boah. Ein Glück. Ein Glück. So. Dank des Farmens haben wir jetzt hier dann doch endlich diesen Sattel. So, jetzt habe ich noch wunderschönes Fleisch. Verdorbenes Fleisch. Moment, das kann ich doch hier auch schon mal in den Mörser tun. So. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir relativ leicht sind. So, das heißt, das Fleisch, das packe ich alles hier rein. So. Und nehme jetzt wirklich nur hier die Pfeile mit. Ein bisschen was zu essen. Kann ich natürlich auch schon mal essen. So. Und was wir jetzt mitnehmen sollten, ist Material, um hier Schränke zu bauen. Beziehungsweise Steinfundamente müssen wir noch mitnehmen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel kann Peter tragen. Wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es einfach. So, 40 Holz brauchen wir und 30 Stroh. Holz habe ich natürlich jetzt nicht mehr, ne? Lass mich raten. Oh, super. Habe ich ja noch Holz? Ja. Okay. So. Wir probieren es aus. Herstellung. So, noch ein bisschen Stein. Ob wir das vom Gewicht her mitkriegen. So. Aber das ist ja natürlich super. Zwei Steinfundamente. Okay. Oh, ich bin ganz gespannt. So. Tür zu. Und jetzt zu dir, Peter. Oh, super. Dann gehen wir direkt mal auf Gewicht nochmal. So, der hat auch ein bisschen was gesammelt. Aber ich kann dir leider nur ein Stack Fleisch mitgeben, denn sonst bist du zu schwer, glaube ich. Oder wir sind dann zu schwer. So, wer kackt ihn da von oben runter wieder? So, wir lassen alles hier und nehmen aber unsere Bodyguards mit. So, Bodyguard Nummer 1. Bodyguard Nummer 2. Na. So. Hier gibt es nochmal Gesundheit. Nummer 3. So. 4. Und wo ist Nummer 5? Das ist die Frage. Wo ist Nummer 5? Ach hier. Die Morpha. Ich bin an ihr vorbeigelaufen. Hoppala. Nicht essen. Das ist nicht gut für dich. So. 1, 2, 3, 4, 5. So. Da haben wir alle, ne? 5 Stück. So. Dann geht's los. Unser erster Ritt auf dem Pteranodon. So. Jawohl. Oh, schön. Das passt gerade. Herrlich. Alle sind dabei. Alle 5. So. Muss ich erst mal ein bisschen einfliegen wieder. Jawohl. Super. Okay. So, wir können natürlich hier auch schneller fliegen. So. Alles klar. So, ja. Bin wieder drin. So. Dann ganz kurz. Peter mache ich jetzt nicht auf Follow. Und wir können noch ein bisschen was mitnehmen. Das ist wie wenn man in den Urlaub fliegt. Ne? Man kann 20 Kilo Gepäck mitnehmen. Sollte man noch machen. Sollte man ausnutzen. So, und wir brauchen für
die Station oben, einmal diese beiden Fundamente aus Stein, dann brauchen wir einen Schrank und wir brauchen einen Schmelzofen. Also zumindest sollten wir einen Schmelzofen haben. Das heißt, 65 Leder nehme ich mit. So, machen wir 100. Gucken wir mal, wie schwer wir dann sind. Fasern kann ich auch mitnehmen. Die sind jetzt nicht so schwer. Feuerstein nehme ich schon mal mit. So, und Holz und Stein nehme ich nicht mit, weil das sehr relativ schwer ist und wir das vor Ort holen müssen, holen sollten. So, Lagerfeuer. Dazu bräuchten wir auch einen Feuerstein, Holzstein und Stroh. Das können wir auch alles holen. Ich nehme nochmal noch ein bisschen Feuerstein mit. So, dann hätten wir das. Und für den Schrank haben wir auch Fasern ausreichend dabei. Okay, gut. Ja, wir versuchen es mal. Mal gucken, ob wir damit klarkommen. Oh ja, das geht noch gerade so. So. Und dann geht's los. So. Hallo Flo. Na, jetzt sehen wir uns mal endlich hier. Hallo. So. Hat schon Level up. Aber das mache ich dann gleich. So. Und wir werden uns jetzt erstmal zurückbegeben zu unserer südlichen Basis. Hier die südwestliche Basis verlassend. Richtung südliche Basis. Da vorne sehen wir schon die Spitze der Landzunge und hier wunderschön zu sehen, was so im Ozean los ist. Oh, war ja absolut tödlich. Die Quallen da. So, von der Energie sollte es jetzt eigentlich reichen, dass wir direkt Richtung Süden fliegen. So, wir dürfen natürlich nicht die Energie komplett aufbrauchen, weil dann landen wir unweigerlich im Wasser. Und das wollen wir nicht. Ne? Schaut mal, da unten sind Haie. Das wäre jetzt nicht so doll. So, die Energie ist bei der Hälfte. Die Hälfte haben wir. Das sollte funktionieren. So, und ich steuere so ein bisschen die Küste schon mal an, dass wir da gleich landen können, weil wir wollen jetzt nicht im Wasser sein. Ganz bestimmt nicht. So. Ja, das passt. Alles klar. Das ist super. So, wenn ihr unterwegs seid, für die, die jetzt auch Ark spielen, ne, ihr könnt immer so einen Felsen vielleicht ansteuern zum Landen, falls ihr in ein unbekanntes Gebiet kommt, ne, sodass ihr, wenn da jetzt Fressfeinde unterwegs sind, schon so ein bisschen erhöhte Position habt, dann wartet ihr einfach, bis eure Energie wieder voll ist und dann fliegt ihr weiter. So seid ihr da ein bisschen sicherer. Gerade wenn ein Raptor oder so kommt, dann könnt ihr auf so einem Stein dann schon mal in Sicherheit sein. Bei dem T-Rex hilft es vielleicht nicht unbedingt, der ist zu groß, aber so Raptoren oder so ähnlich große Kreaturen, das passt dann schon. So, es ist nicht wunderschön, sich das alles anzuschauen. Herrlich, ich liebe das. So. Dann erstmal zu unserer Station da hinten. Mal ein bisschen Gas geben. So. Machen wir hier eine kleine Zwischenlandung. So, und das ist die Station. Hier werden wir dann entsprechend das Metall verarbeiten zur Flinte zum Beispiel oder auch zu anderen Werkzeugen etc. Denn hier ist natürlich jetzt viel, viel näher an dem Berg. Und wo ihr jetzt den Berg habt und wo ihr das Metall bekommt, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und sage bis gleich, ihr Lieben. Macht's gut und wir sind gleich in den Bergen. Und ich erkläre euch natürlich, wo ihr Metall farmen könnt, dass es eine Freude ist. Also ich denke mal, dass wir jetzt gleich schon 1000 Metall einlagern können und schmelzen können. Also, bis gleich, ihr Lieben. Ciao, ciao.